Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der SPC Season 3 und heute treten wir an nach dem Sieg gegen Pain, gegen den Pakey an, Pain-Pakey. Und dieses Matchup ist einfach fürchterlich für mich, weil, ja, da ist ein Smogmox, Nebel und sowas und ihr seht es, ich habe gerade kein Licht, meine Lampen gehen irgendwie nicht, irgendwie Glühbirnen sind nicht kaputt gegangen, alle vier und meine Mini-Lampe hat keinen Saft mehr. Und deswegen muss ich jetzt ohne Licht aufnehmen, ich habe überlegt, ohne Dinge zu machen, deswegen werde ich auch häufig auch Lichtänderungen sehen, weil ich kriege gerade nur Licht von meinem Bildschirm. Deswegen, wir lassen ihn lange nicht mehr warten, er wartet viel zu lange und das ist mein Team. Deswegen, wir challengen ihn. Oh, und ich bin aufgeregt. Ich habe mir ein cooles, Agonier Firespin Set überlegt, was Uhr macht, weil das kann auch gegen Galas, gegen das normale Spawn gewinnen. Ich schreibe ihm kurz, dass ich rausgeschickt habe. Ist raus. Und er hat einen Sneeble. Dieses Sneeble fickt mich komplett. Ich habe leider nichts im Teambuilding dagegen gehabt. Ich hätte maybe. Was hatte ich dagegen? Aber. Und Swirlix. Und Swirlix macht nicht so viel. Und Helfern. Und wenn Dusk und Knight, ich habe mein Team mit Dusk und, so gesagt, ich habe während ich mit Dusk und Knight und Talk war gebaut und ich hätte statt Order of Manfaxo eher gesehen, aber das geht auch. Sonst komplette Prediction aufgegangen. Gar kein Bock. Nein! Es wird Smogmog! Ja! Ja! Ich habe eine Chance zu gewinnen. By the way, gutes Naming-Team von mir und ich habe eine Chance jetzt zu gewinnen und das machen wir. Hier ist by the way das coole Dragon-Set natürlich auch unten in der Beschreibung. Toxic Project Rest Fire Spin. Es ist super eklig, obwohl ich dieses Defensiv-Pokémon, aber ich kann nichts machen. Ich muss irgendwas gegen Ordoch machen und das gewinnt gegen Ordoch. B-Set. Und laut seinem ersten Kampf war er super eklig. So, ich würde leaden mit. Eigentlich würde ich mit direkt mit Arbok leaden. Weil er hat ein gutes Matchup, außer gegen Lippomentas. Denke ich eher an Lippomentas Lead. Was nein. Ich denke mal, Landturn ist ein guter Lead. Oder? Ah, komm. Wir lieben Lurantis. Lurantis ist ein guter Lead. Wo ist. Fuck. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass kein Smog kommt. Wo ist? Onk. Onk. Es ist Smogmog. Ja. So. Es ist halt super unüberlegt. Wow. Warte kurz. Ah, guck mal hier. Hier habt ihr sogar mehr Licht von mir. Hey. Alter, sieht das creepy aus. So. Und ich hoffe auch, Audio ist gut. Deswegen, ich pack nochmal näher dran. Ich habe by the way keine Hosen an. Oh. Bin gespannt, wenn er einen Play macht. Wird halt wirklich interessant. Ich habe das Gefühl, er keilt gerade, aber ich denke mal, Lurantis ist halt ein sehr, sehr starker Lead. Weil sowas wie. Ich habe überlegt, P-Jab mitzunehmen, aber ich hätte. Oh, jetzt ist der Psycho-Cut super unnötig. Ich hätte wirklich Lead Drive mitnehmen können. Nicht P-Jab, Lead Drive. Mitnehmen, weil Snivy und Ding sind getroffen, aber ich habe auch Superpower und ich habe die Yachiberry. Ich kann gewinnen. Das einzige Problem ist Rotom Wirbel, weil kann ich ja kurz hier drauf gehen. Rotom Fan kann er slashen. Und das ist von den Rotoms. Es beginnt. Von den Rotoms, okay. Ich habe Pikachu Berry drauf, ich tank alles von dem. Deswegen Superpower. Wer denkt sich so, nice, perfekt Lead. Panini, Superpower. Alter, wenn ich direkt Snivy hier rauskicke. Ey, das wäre perfekt. Und selber schuld für die Shiny Form. Ja, Pikachu Berry. What? Und. Triple Axel. Der Kalk verarschte einen. Der ist.
Okay, ich habe mich jetzt auf den Kalk verlassen, weil ich dachte, die Stärke wird dadurch auch geschwächert. Laut Kalk sollte es halt gar keinen Damage machen. Nicht Snivy, Sneasel Band. Krieg von Knock auf 77. Aber der hier ist ein Triple X-Triple Lock. Ja, hier ist Lantum. Ja, der Kalk liebt es zu verarschen. Ich drücke hier Save den Scald. Oder? Ja, Scald ist hier mein Play. Oh, das ärgert mich jetzt super krass. Ich dachte mir so, okay, cool. Der Kalk sagt mir so mit der Yachiberry, macht der Triple Axel ganz kurz. Kann ich das sogar kurz zeigen? Gegen Lurantis. Macht es 90% Max Bandset. Adamant darf ich nicht spielen, wegen meinem Wubat. So, bedeutet, muss Adamant sein, Jolly sein und Triple Axel macht 90% mit Yachiberry. Sache ist, nur der erste Hit. Und den ersten Hit kannst du nicht berechnen. Ich kann es leider. Kann ich es kurz zeigen? Hi. Da muss ich. Ja, hier seht ihr. Da seht ihr Triple gegen mein Set. Yachiberry, Contrary, Lurantis. Dass es kein Damage macht. Hier 90%. Und ich ihn mit Superpower 3 mehr kille. Aber. War nicht so. War nicht so. So. Der ist nicht banned. Okay, nice to know. Der ist live, Bob. Hätte ich doch so längst sehen können. Der Burn. Uff. Der war ungewollt. Aber. Ja. Es war mir klar, dass ich gegen Snivy Super 4 verlieren werde. Aber Dino kommt rein, das war mir klar, deswegen drücke ich Wall Switch. Und gehe in Dragonia. Und kann Toxic. Weil, jo, der gewinnt gegen halt alles. Und ich denke nicht, dass er. Oh, doch, wir drücken Firespin. Wir drücken Firespin, sehr wichtig. Drücken erstmal das Firespin, weil ich bin Shedskin, Eolid, ich denke alles. Von dem, ich bin halt nicht speziell defensiv wegen Snivy, um halt einen Eyeshot zu tanken. Okay, Triple X würde ich wahrscheinlich auch nicht tanken mit Dragonier. Ja, wie knapp. Aber es ist halt Live Orb. Live Orb überlebe ich ganz knapp, ich darf keinen Chip haben. Deswegen, ja gut. Bedeutet, wenn der jetzt Snivy geht, dann. Ja. Nee, ich gehe Toxic. Da ist der Evolid weg. Hier bleibt mal drinnen. Wish. Ja, ja. Viel Spaß beim Rauswechseln. Ey. Hier, Bell. Ja, wir können das lange hier durchziehen, by the way. Ich hätte kein Problem damit, Stall gegen dich hier anzufangen. Ich gewinne den nämlich. Mit meinem Fire Spin AP und Protect AP. Aber wenn ihr so seht, Offensive und dann kommt über. Dann denkt ihr sich, warte, Und dann kommt der Fire Spin Miss, ich liebe es. Ey, es funktioniert ja super hier. Du eine Verarsche. So, literally eine Verarsche. Ja, nee, du. Ich hab Shedskin. Peace, Bro. Ja, ich muss nochmal auf Firespin drücken. Weil der schon langsamer. Hätte vielleicht minus Speed sein sollen. Wegen wegen Heal-Bill-Toxic. Aber er hat wirklich Heal-Bill mit, aber. Oh. Wenn ich den Jungen so hier down kriege, nehme ich.
Und trotzdem bleibt er drin. By the way, wir schon bei. Okay, ich hab geburnt mit Scald, aber. Yo, Bro. Ich hab noch Rest mit. Deswegen ich darauf ankommen lassen. Natürlich müsste ich jetzt den Fire Spin. Und da kommt der Wish. Wish come true. Ja, für den Chip halt. Da kommt der Hebel. Kein Protect. Krieg ich jetzt bitte Shedskin? Rest dich. Oh nee, ich darf erst beim nächsten Fire Spin resten. Wish. Okay, ich muss resten. Oh, sonst überlebe ich keinen Hit mehr. Und das Ding ist wieder voll. Hat aber AP verloren. Hat nur noch 11 Wishes und 3 Hebels. Sehr wichtig, dass er nur noch 3 Hebels hat. Ganz nebenbei. Ich weiß, dass er jetzt hier free in. Oh, er muss langsam von Sleepdog. Ich habe halt keinen Sleepdog drin, weil der Protect nicht wieder war. Sowas gegen Turdog. Oder Equipment das. Boah, Weezing. Weil der Protect halt viel, viel wichtiger. Aber. Da kommt rein. Und da kommt der Schätzchen. So, Toxic. Dass er nicht in Sneasel geht. Verwundert mich. Ich habe auch nur noch 10 Top 6. Das ist auch problematisch. Ich gehe auf Firespin lieber, als auf Toxic. Der Toxic muss ich empfachen, aber er darf nicht raussetzen. Weil es ist Claydo. Super ärgerlich, dass er Knockoff hatte. Desmbleen macht 28% gegen. Warte mal, ich bin Evolid. 42%. Dass ich eine random Stack verloren habe, macht mir gerade alles kaputt, weil das meine Win-Con war. Jetzt brauchen wir noch einen Preis hier. Mann! Pig, überlegt nicht so lange. Es nervt so langsam, Alter, das wird gleich ein Nate-Kampf. Guck mal, wie lange nehme ich schon auf? 15 Minuten. Okay, wir sind erst in Turn 17. Ich habe 6 Minuten Battle, es sind 26 Turns gehabt. Alter, Falter. Aber, ja. Aber ich denke mal. Alter, das hat Kalk mich direkt verarscht. Ich habe wirklich so richtig drauf vertraut, dass der mich nicht verarscht. Hey, Surfox, komm. Da haben wir das ja schon sofort angeknackst. Bin ich nicht schlimm. Okay, der hat einen Teleport. Okay. Aber die Junge ist getoxt und das ist sehr wichtig für gegen die Pumpe, das ein Toxin rauszukriegen. Da ist einfach noch dieses nervige Audino. Was ich halt nur mit Rant das down kriege. Oh, der ist tot. Der kommt rein. Protect him. Raw. Okay, raw. Speedrip. Direkt die Poison drauf. Gefällt mir. Ich keule mal. Ich keule mir mal. So, was wir versuchen? Wird er mir in die Blackside stecken?
Nein, will er nicht. So, what is your play with gegen mich? Alter, P-Jib. Plus 1. Warte, ich kann jetzt auch gucken, was das für ein Dino ist, by the way. Jetzt genauer. So, der P-Jib hat. Der speziell definitiv gut zu wissen. Der könnte jetzt sogar killen, der P-Jib. Der ist ausgefallen. Der Rocky Hat. Will ich ja gegen Rockslide kurz drücken noch? Ja, let's go Rockslide. Für den Chip einfach Flinch, maybe. Schade. Rowback. Weiß ja nicht, wie er speed-technisch aufgestellt hat, dafür sollte schneller sein als ich. Deswegen gehe ich auch mal auf Landuren. Weil ich bin offensichtlich Power Punch. Aber nee. Der Junge kommt nicht in einen weiteren Plus 1 Setup-Bock hin. Vor allem. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil 568er Angriff. Wir hätten letzten Spieltag irgendwas mit 300 gehabt. Und da waren wir speziell defensiv gegen Pain. Aber mir fällt gerade auf, ich habe keine Musik angemacht. Deswegen seht ihr mich kurz dunkler und ich mache mir kurz Musik an. Aber welche? Boah. Komm, ich hole mir Zelda, OOT, Oleo. Oleo, das Feuer ist schon wechselt jetzt mal. Ihr hört sich, ihr hört wahrscheinlich einen anderen Track. Aber Alter, wenn ihr einen guten Track haben wollt, dann hört euch. Oleo, das Feuer ist aber kein Remix. Das hört sich ja an, als ob. Warte mal. Hier, Oleo, das Feuer ist von einer Violinen-Car, Taylor Davis. Super nice. Sollte schneller sein, oder? Nein, oder? Wetten? Ich will nur sehr schneller als ich. Muss den aber hier abwerfen. Deswegen, ich drücke jetzt Sword einfach mal. Aber er hat gut geplayt und da probieren wir das. Okay, der Junge kommt rein. Kriege ich einen Burn darauf? Schönes Ding. Gangshot für was? Dann call ich mal Play Doh. Tank ich? Das ist ja schon krass. Ich habe gesehen, dass Coil Arbok super strong ist. Merkt man ja. War so schwach. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt in Blasters gehen. Gegen ein voll physisch defensives Plus 1 macht Crunch hat nur 29% und killt nicht. Leider. Aber mein Play wird hier nicht sein, nicht auf Crunch zu gehen. Weil dann nehme ich gar keinen Pokémon raus und. Das wäre am blödesten. Bedeutet, Turtok rausnehmen und dafür Arbok sägen. Ja, ist doof. Gebe ich zu. Aber. Ich habe dann Turtok weg und das wäre für unseren Marowak super geil. Marowak frei hier freien Weg zu haben, ist geil.
Deswegen, ja. Rotom-Fan? Okay, das hat er gut gemacht, aber jetzt kann ich doch mein Ding wieder rauswechseln. Melwag. Der macht mehr Schaden, als ich dachte. Ja, dann muss ich immer Melwag jetzt hacken. Er muss Angst haben vor einem Scarf. Ne. Er hat keine Angst vor dem Scarf. Hat er gut gemacht. Ja, dieses Matchup ist halt fürchterlich und dass ich Lurentis direkt verloren habe. So nervig. Ich halt super underkeepelt mit den Fire Spins und Toxic. Ja, ich habe zwei Scald Burns. Auf zwei wichtigen Mons. Aber. Oh, Mist. Halleluja. Kann immer noch. Dann wenigstens einen Kill hole ich mir so. Einen. Wenigstens einen habe ich mir so jetzt gegönnt. Oh. Und da seht ihr, der Protect war halt super wichtig, zum Beispiel gegen Rotom-Fan oder. Oh, ich bin. Okay. Muss ich mir aufschreiben irgendwo? Ich muss euch den Taylor Davis Track reinpacken. Darf ich nicht vergessen. Der ist halt insane. Oh, da kommt Snivy rein. Hat er nicht jetzt sogar hier gewonnen? Weil ich kein Rocky Helmet mit habe. Und ich, Wonske. Ja, oh, ich habe verloren hier. Okay, nein, habe ich nicht wegen dem Knock-Off. Aber dann würde ich eher den hier sacken wollen noch. Aber mit weniger Mocken. Oh, wenigstens kein 5 oder sowas. Ey, das ist nervig. Und Snivy ist tot. Die Sache ist. Der Junge sieht halt immer noch super gut aus. Mein. Too bad. Der, wenn jetzt ein Audino geht, kann ich super easy in. Kann ich super nasty plotten, weil dann bin ich plus 4 und dann kommt. Dann hat er verloren. Audino kommt. Wait, der geht wirklich Audino? True, der hat ja den Knock, aber den Knock könnte ich sogar überleben. Deswegen bin nasty. Ich weiß es eher. Hubert. Oh doch. Knock, den tank ich. Oh, die, ne? Ich halt mal. Es ist eine Roll. Das ist ein scheiß Roll. Und ich gewinne die Roll. Oh, war es eine Roll? Ah oh, nein, ich hab. Oh, ich hab einen Kalk verkackt. Good game. Oh, Leute, damit haben wir unseren ersten Kampf verloren und damit sind wir auf minus 1 Differenz. Oh. Ja, ich muss gerade realisieren, dass ich verloren habe. Ich schicke.
Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da. Guckt beim Lieben. Warum lade ich mir das jetzt runter? warte nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Guckt beim Lieben Pink vorbei. Docs nach unten, wie immer. Immer unten in der Beschreibung drinne. Und wir sehen uns bis dann und ciao. Euer Marc. Bye, bye.